3, 2 und 1. Und klatschen. Herzlich willkommen zum FC Stammtisch. Ihr seid spitze, die Südkurve. Das Stadion heute nicht ganz ausverkauft, der Grund ist einfach, ihr wart hier. Wunderbar. Ja, herzlich willkommen zum FC Stammtisch. Das Jahr 2015 hat begonnen und wir wollen natürlich auch weiter über den 1. FC Köln sprechen. Und wir sind ja nach wie vor ungeschlagen. Heute die einzige Heimmannschaft, die nicht verloren hat. Also, was wollen wir eigentlich mehr? 0-0 gegen den VfB Stuttgart. Also, hätten wir gar nicht anfangen brauchen, aber gut, ist halt nun mal so. Und lassen wir uns einfach mit unseren Experten reden, ja, woran es gelegen hat und vor allen Dingen auch mal die Winterpause aufarbeiten, die Transfers und so weiter und so fort. Lassen wir einfach loslegen mit unserem ersten Experten. Das ist einer, der ja immer bei besonderen Stammtischen da ist. Beim ersten war er da, beim hundertsten war er da, Beim ersten, der ohne TV-Präsenz ist, ist er da. Lars Lese, herzlich willkommen. Hey, oh. Dann haben wir jemanden von den Medien da, in dem Fall den Gregor Derichs von im Moment der Sportjournalist Nummer 1 hier in Köln. Also, herzlichen Glückwunsch. Ein alter Erfahrener, muss ich dazu sagen, der wirklich auch Nationalmannschaft 1. FC Köln, natürlich auch viele andere Westvereine schon hier in dem Bereich bearbeitet und alle großen Tageszeitungen aktiv ist. Lass uns loslegen. Lars, dir als Trainer gehört natürlich immer die Aufgabe, so ein Spiel zu analysieren, zu bewerten. Ja, sag uns doch einfach mal, was wir da gesehen haben. Einfach das typische FC-Heimspiel oder doch ein bisschen was anderes? Nee, es ist das typische FC-Heimspiel gewesen. Das ist aus Fansicht nicht immer befriedigend. Ich glaube, dass Peter Stöger zufrieden ist. Er hat den Schwerpunkt auf die Defensive. Das ist auch mit der Mannschaft absolut legitim. Und im Endeffekt, mein Mann hat jetzt am Samstag, kurzer Ausblick schon mal, Paderborn, es ist möglich, 7 Punkte aus 3 Spielen zu machen. Das ist ein Traum für einen Verein wie den FC. Also insofern ist es natürlich nicht die Attraktivität hoch 5 gewesen heute. Man weiß, dass ich habe übrigens eben selber in Köln als Trainer gehabt, der steht immer, bevor man aus der Kabine auf den Platz läuft, die Null muss stehen. Das ist ein legendärer Satz mittlerweile. Das ist auch so, so ist er halt. Und bei Peter Stöger ist es mit dieser Mannschaft, mit diesen Mitteln in dieser Saison, die ist ja auch nicht viel anders und deswegen kommt dann auch relativ wenig bei rum. Nehmen wir mal die letzte Viertelstunde, wo Bart Finne dann für ein bisschen Action gesorgt hat vorne beim FC. Und ansonsten war es das typische FC-Spiel. Ich glaube, dass die Kölner Fans auch mit der Erwartung ins Stadion gehen und gar nicht so enttäuscht sind. Wenn es dann besser wird, dann ist es besser. Dann macht man wieder mal ein Fass auf die Köln, wie sich das gehört. Und wenn es so ist, hat man einen Punkt. Und wenn man die anderen Ergebnisse sieht, könnte der Punkt am Ende jetzt Phasenschwein wieder Gold wert sein. Denn es geht wirklich darum, nur dieses Jahr Punkte zu sammeln, drin zu bleiben. Und es bringt einen nichts, mit Hurra-Fußball dann da 2-3-0 auf den Deckel zu bekommen. Und dann steht man da und sagt, Mensch, hat doch toll gespielt, aber kann man uns nichts verkaufen. Deswegen ist dieses Jahr Ergebnisfußball angesagt und dann geht es darum, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Okay, also da hört man auch eine gewisse Zufriedenheit raus und man einfach sagt, der Punkt ist taktisch gesehen sowieso unheimlich wichtig. Aufgrund der Tatsache, dass Stuttgart doch somit im Prinzip verbleibt. Ja, nicht nur das, momentan verloren. Bremen ist jetzt punktgleich, aber man hält sich auf Distanz, ja, zu den Abstiegsplätzen. Gut, das, der Fußball. Ich sag mal, Feinschmecker, der wird sagen, war kein tolles Spiel. Da kann man nicht sagen, wenig Chancen, am Ende ein bisschen mehr Betrieb. Aber grundsätzlich, meine Erkenntnis ist, wie Lars das im Prinzip jetzt auch gesagt hat, wir müssen einfach akzeptieren, der FC ist hier in dieser Saison eine Defensivmannschaft. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Defensive. 4 Tore zu Hause in 9 Spielen, das kann nicht berauschen. Bemerkenswert ist, die Zuschauer sind nicht unruhig, ne, mut so ein bisschen. Aber es ist völlig okay. Absteigen will keiner. Absteigen will keiner, wollen auch die Stuttgarter nicht. Bei denen hatte ich ein bisschen auch den Eindruck, irgendwann hat man sich so ein bisschen fast auf dieses 0-0 geeinigt, auf eine gewisse Art und Weise. Es wirkte ein bisschen so. Ja, das war auch offensichtlich. Mein lieber Stevens hat in den letzten 4 Minuten 2 Wechsel gezogen. Das macht er nicht, wenn die Mannschaft Druck macht und nicht zufrieden mit dem Spiel ist, sondern er will die Zeit ein bisschen von der Uhr nehmen. Das war am Ende dann sicherlich mit dem Punkt auch zufrieden. Aber man hat natürlich jetzt in den vergangenen Spielen als FC, man hat sich auch ein Image aufgebaut. Man ist zum einen eine extrem konterstarke Mannschaft, hat eine gute Umschaltbewegung, man steht defensiv sehr gut. Jetzt hat Stuttgart 2 Möglichkeiten. Entweder sagen sie, wir schmeißen alles nach vorne, um uns Chancen zu kreieren, weil das, weiß Gott, schwer ist gegen Köln, die machen das defensiv überragend. Dann laufen wir aber Gefahr, einen Konter zu kriegen und auf FC 8 Punkte Abstand nach dem Spiel zu haben, wenn man das denn verliert.
Also ist das, man bewegt sich in so einem Momentum, man hat ein Image und das ist dann schwer auch für den Gegner das zu planen. Jeder geht so ein bisschen kontrolliert defensiv zu Werke, wenn er nach Köln kommt. Die Kölner können nicht so, das muss man einfach so sagen und das ist auch völlig legitim mit den Mitteln, die wir haben, auch finanziell und auch vom Kader her. Und dann ergibt sich so ein Spiel und das wird auch mit Sicherheit noch 4, 5 andere solche Heimspiele geben dieses Jahr. Was ich, wie gesagt, in so einer Situation überhaupt nicht dramatisch. Dennoch ist es einerseits nicht dramatisch, auf der anderen Seite 4 Heimtore sind es bisher erst, bei 8 Gegentoren. Also die Bilanz ist deutlich negativ und natürlich auch, sagen wir mal so, man würde sich ja schon mal etwas mehr Zauber in Anführungsstrichen wünschen. Den haben wir heute auch wieder nicht gesehen. Das fängt aber heilig die Mittel, wenn ich euch hier so höre. Ja. Für den, sagen wir, den Offensivfan oder der insgesamt hohe Erwartungen hat, da ist es etwas enttäuschend. Aber Lars hat das eben, bevor wir angefangen haben, mal gut erklärt. Die Gegner, die Spiele sind noch nicht attraktiv, weil die Gegner großen Respekt haben vom FC. Sie sind selbst selten offensiv. Ja, richtig, voll aufs Rohr offensiv, weil sie genau wissen, dass sie dann sich einen Konter fangen wie Hamburg, wie in einem Auswärtsspiel. Ja? Also insofern müssen wir, sage ich mal, die Hoffnung auf einen sehr attraktiven Fußball auf die nächste Saison verstehen. Also zweckheilig die Mittel, so wie du sagst, hast du recht. Ja. Okay, dennoch würde ich mal gerne jetzt gerade von dir, weil du natürlich das auch taktisch immer so schön darlegen kannst, gerne wissen, warum der FC sich denn generell so schwer tut. Einfach weil sie den kreativen Leute nicht haben, weil die Ausrichtung oder die Struktur der Mannschaft das nicht hergibt. Vielleicht kannst du uns das mal ein bisschen anschaulich machen. Ja, wenn man so ein Spiel heute zum Beispiel sieht, dann ist es, wenn man jetzt mal wieder mal ein bisschen ins taktische einmal einzieht, dann ist es ja oftmals so, dass die Innenverteidiger recht breit machen, dann geht ein Sechser zwischen die Innenverteidiger, was ja heute auch viele Mannschaften machen, Nationalmannschaft macht das mitunter auch so. Was dann aber auffällt, ist, dass die Außenverteidiger bei anderen Mannschaften deutlich höher ziehen. Also normalerweise zieht dann Außenverteidiger gerne bis auf die letzte Linie, also 4er-Kette des Gegners, um dann auch wieder Leute zu binden. Dann kriegt man ein bisschen Raum für den Spielaufbau. Hat natürlich den Nachteil, dass man hinten nicht mehr ganz so massiv steht. Dazu kommt, dass dann der zweite Sechser, wenn einer dazwischen geht, dann noch vor der Abwehr ist, dann kriegt man im Zentrum nicht so viel Druck. Und der FC spielt ja gerne mit langen Bälle auf Uca und ist dann nicht so gut gestaffelt für den zweiten Ball. Aber man ist immer in einer guten Verteidigungshaltung. Und summa summarum ergibt das so ein Spiel. Die beiden Sechser, Vogt und Lehmann heute, hat man fast gar nicht in der Nähe des gegnerischen 16ers gesehen. Und dann hat man natürlich immer eine super Absicherung. Man hat die zwei Innenverteidiger, man hat die zwei defensiven Mittelfeldspieler davor, die außenrücken nicht ganz so weit vor. Das heißt, man hat in der Regel immer Minimum 6 Mann hinterm Ball. Das ist verhältnismäßig viel für Bundesliga. Ich frage mal dazwischen, weil du hast eben mal so ein Lob, bist du losgeworden, weil der FC sehr schnell nach hinten wieder, sag ich mal, in der Rückwärtsbewegung. Ja, mir ist aufgefallen, dass die Rückwärtsbewegung deutlich entschlossener ist als die Vorwärtsbewegung. Das ist ganz interessant. Aber es ist eine ganz klare Ansage vom Trainer, da bin ich recht sicher. Ja, das wird vorgegeben, die halten sich an die Marschroute, die wissen auch genau, was sie wann, wieso machen. Deswegen ist das einfach nur auffallend, dass wenn ein langer Ball auf Kutsche kommt, dass das eben genauso passiert. Die Sechser bleiben in der Regel vor der Abwehr, dann Risse, Alpha, alles was da vorne sich so ein bisschen rumtummelt, die schalten sich damit ein, dann spielt man in der Regel immer 4 gegen 6. Da kann man mal eine Chance kreieren, man braucht aber das nötige Glück und man braucht halt einen überragenden Passgeber. Und in der Umkehrbewegung, eben war Gerd, glaube ich, war es, der den Ball verloren hat. Und dann geht es mit allem, was man hat, im Vollsprint laufen da 10 Mann wirklich rückwärts. Und das mit einer unfassbaren Entschlossenheit. Die wünschte man sich manchmal in der einen oder anderen Situation auch in der Offensive. Also dieses extreme Tempo von 4, 5, 6 Leuten, die nachrücken. Weil wenn sie von hinten kommen, sind sie auch schwer zu verteidigen, wenn der Pass dann in die Schnittstelle kommt. Und das ist dann manchmal viel, viel leichter, als wenn man den Uca anspielt, der immer mit dem Rücken zum Tor steht, sich dann drehen muss, ablegen muss. Das ist dann wäre Fußball auch zu einfach, wenn man den Ball einfach nach vorne knallt und einer nimmt sich den Ball und schießt ihn rein. Dann würde jedes Spiel 12-12 ausgehen. Wir würden jetzt nicht über Taktik diskutieren, sondern das hat alles seinen Sinn und seinen Zweck. Ich wünschte es mir auch offensiver, würde es aber mit der Mannschaft sicherlich auch nicht anders machen. Wobei die Offensive, da muss ich den Gregor jetzt nochmal fragen, bezüglich der Wechsel, die waren ja sehr offensiv. Muss man ja schon sagen, dass er da ist. Ja, ich denke, da hat er irgendwas versucht mit dem Bad Finne, den wir so lange nicht mehr gesehen haben, den er dann gebracht hat und der ja positiv war, mal abgesehen davon, dass er natürlich die Chance vergibt, aber der war ja sehr, sehr beweglich. Und das war ja jetzt zum Spielende hin dann so durchaus positiv. Positiv ist aber auch, man hat ja um den Punkt nicht zittern müssen.
Ja? Es ist ja nichts angebracht. Die hatten ja nicht, wer weiß, wie viele Chancen der VfB. Also, ich glaube, dass Lars da absolut recht hat. Das ist eine Ansage des Trainers. Das sagt er auch immer wieder, das lässt er immer wieder anklingen. Sie wollen halt ganz sicher stehen. Und so stabilisierst du eine Mannschaft. Wenn du natürlich zwischendurch dann immer wieder nach vorne rennst und versuchst, dies so zu machen und dann ein oder zwei kriegst, dann wirst du am Schluss frustriert. Und man muss sagen, die Frage ist ja sehr oft, warum spielen sie denn nicht so wie auswärts? Ja, der Gegner steckt natürlich hier im eigenen Stadion auch eben sehr viel tiefer. Und man muss sagen, ein Konterspiel ist einerseits eine gewisse Königsdisziplin, ist aber einfacher zu spielen. Nochmal auf die Wechsel zurückzukommen, du warst ziemlich überrascht, als Vogt rausgegangen ist. Ja, weil ich Vogt sehe ich dieses Jahr als so ein bisschen, er hat eine unheimliche Präsenz auf dem Platz. Das mag zum einen mit seiner Physis, mit seiner Größe zusammenhängen, aber er macht viel Raum mit großen Schritten. Denken wir mal, das Dortmund-Spiel wurde auch immer wieder schafft, in die sich hier und da mal einzuschmuggeln und dann durchzugehen. Er hat relativ viele Kilometer, die er mal abspult. Ich habe ja heute nicht gesehen, dass er es ist weder negativ noch positiv aufgefallen. Aber ich meine, er wollte auch 4-4-2 umstellen. Haben wir dann gesehen, dann waren es ja klar, zwei Spitzen vorher eine. Hat da ein bisschen was probiert und wenn man das so sieht, im Ergebnis war die letzte Viertelstunde deutlich besser als all das, was wir vorher gesehen haben. Da war Finn hat da vorne ein bisschen Theater gemacht, man hat natürlich den Platz ein bisschen länger gehabt. Gegen eine andere Mannschaft gibt es dann vielleicht in der Gegenbewegung vielleicht ein bisschen mehr Probleme. Stuttgart war da heute insbesondere die letzte halbe Stunde extrem harmlos. Aber nochmal zurückspulen, wenn man sich als Leverkusen-Spieler kann. Da hat der FC dann, lassen wir mal die Dinger am Anfang, falsche Schiedsrichterentscheidungen etc. weg. Nur wie der FC dann aufmacht und eben diesen Hurra-Fußball gespielt hat, dann hat es richtig Lack gegeben. Das kann die Mannschaft in der Konstellation, kann sie es nicht. Man kann doch von den Spielern nicht Dinge erwarten, die sie nicht können. Und man muss dankbar sein, einen Trainer zu haben, der das erkennt und auch in Kauf nimmt, dann halt nicht Hollywood zu spielen, sondern Bollywood. Und dann holt man aber die Punkte und bleibt drin. Dann überleben ist wichtig. Und Trompeten runtergießt und nächstes Jahr klagen sie wieder, dass man bald pleite ist, Schuldenabbau etc. pp. Denn wenn ein Verein eine Vision hat, ist es der FC. Und man in der Liga mit dem Ganzen, was so im Umfeld passiert, und dann wird man fahrlässig das für Hurra-Fußball im Moment zu opfern, weil man auch gut damit fährt. Absolut. Und ich meine, man muss ja auch mal sagen, wir können ja auch mal einen kleinen Rückblick werfen. Wir haben ja gerade das Auswärtsspiel beim HSV hinter uns, der heute 3-0 in Paderborn gewonnen hat, aber jetzt 2-0 gegen den FC verloren hat. Da hat der FC wieder sein ganz anderes Gesicht gezeigt. Also ja, da sind ja eben, ich meine, es ist keine neue Erkenntnis, da sind dann eben die Räume da, die beiden Tore von Risse, wo er eben sehr stramm aufs HSV-Tor marschieren kann, die waren ja heute nicht da. Bei Stuttgart ja wirklich auch genauso sehr, sehr ähnlich hinten nicht da. Und ich habe zum Beispiel das Hoffenheim-Spiel gesehen, also in Hoffenheim, wo sie dann eben ganz anders agieren, wo der Gegner drängt und die Räume nach vorne eben gibt, dann funktioniert das. Ich denke, bisher, dass das Ergebnis dieser Woche, trotz eines vielleicht mäßigen 0-0, ist sehr gut. Aber wenn sie jetzt gegen Paderborn nachlegen, 3 Punkte müssten sie auch, weil Paderborn, ich hatte es wirklich vor Anfang der Rückrunde gesagt, ist für mich Absteiger Nummer 1, weil seltsame Dinge dort passieren. Breitenreiter spricht davon, er würde möglicherweise weggehen. Er sagt, sie sind Absteiger, Abstiegskandidat Nummer 1. Was sind das für Sprüche? Du machst, das passt irgendwie nicht ganz. Also da jetzt 3 Punkte und dann ist es eine wunderbare Woche. Ich muss dich daran erinnern, dass das ein Heimspiel ist. Das ist optimistisch. Insofern sind wir gespannt, wie wir dann das wirklich anders spielen können. Das wird auch ein Gradmesser für die Zuschauer. Also ich glaube, dass jeder FC-Fan am Samstag ins Stadion geht und da auch einen ganz kleinen Sieg erwartet. Ja, also ich bin sogar sicher, dass man damit zum 1-0 der 89. ergebnisorientiert zufrieden ist. Aber ich glaube, da erwartet man jetzt auch einfach eine ganz klare Geschichte. Der Paderborn, ich meine, die kriegen jetzt echt, das hat auch ein Breitreiter, der ist die Aufstiegseuphorie, die haben die am Anfang mitgenommen, dann schwimmt man so ein bisschen auf der Welle. Das ist ein völlig normaler Prozess. Ein Aufsteiger schafft das immer, auf diese Welle drauf zu spielen. Dieses Jahr war es Paderborn, um mit dabei zu beginnen. Und jetzt relativiert sich das alles. Das muss auch völlig normal sein mit den Bedingungen und Mitteln, mit denen die da arbeiten. Und das den FC, ich habe es eben schon mal gesagt, das Spiel gewinnt. Und mir das auch 1-0 in der 89. Wenn wir jetzt nur von den Punkten reden,
Da hast du 7 Punkte in einer Woche geholt. Das ist ein Traum. Das ist auch ein Traum. Ja, für Bayern München wäre es auch ein Traum. Wir haben es echt geschafft. Krass. Ja, ja. Man kann sich wunderbare Sachen schön reden, wenn man sich festlegt, die einzige Mannschaft ist. Heimmann Trainer geworden, ja. Absolut gemacht, wunderbar. Ja, ich denke mal, zum heutigen Spiel gibt es ja fast eigentlich so irrsinnig viel gar nicht mehr so zu sagen. Wir könnten jetzt eigentlich auch, oder hast du noch etwas zum heutigen Spiel zu sagen? Ja, ich war jetzt überrascht. Ich habe man natürlich noch länger auf. Bitte, ich habe Zeit. Weil wir müssen ja nicht für irgendeinen Sender hier. Das ist bemerkenswert, wieder, er spielt wieder mit der gleichen Mannschaft, exakt der gleichen Mannschaft. Das sind jetzt die er bringen will. Er hat aber anders getauscht, ja, versucht da auch ein bisschen. Und auf der anderen Seite willst du bestimmt über die perspektivischen Dinge. Wir haben einen neuen Mann gekauft. Ja, das kommt also vielleicht noch. Ja, hier. Genau. Da hast du meinen Zettel schon gesehen. Nein, ich nicht. Ich bin die Brille. Ja, das ist doch mein. Ich habe noch ein Ding. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass Stöger tatsächlich offensichtlich ein gutes Handling mit den Jungs hat. Also er hat ja in der Hinrunde auch den einen oder anderen mal auf die Tribüne gesetzt, wo dann oftmals Wechselgedanken kommen bei den Spielern. Halt, ach, den Scheiß, den tue ich mir nicht mehr an. Er kramt die aber auch genauso schnell, wie er die Kiste reinpackt, kramt das auch wieder raus und auf einmal stehen die dann in der ersten Elf oder werden als erste Option, als ersten Wechsel reingebracht. Finde ich, ist auch bemerkenswert. Ist nicht selbstverständlich. Oftmals ist es so, dass man, wenn man den einen oder anderen mal auf die Tribüne sitzt, dann ist der erstmal beleidigt und hat dann von der Presse, Trainer und was weiß ich. Er ist da absolut unantastbar. Er fällt da seine Entscheidungen so und so. Also hier nimmt man tatsächlich ab, dass er Trainingsleistungen bewertet und dann auch aufstellt. Und das ist auch nicht, ist es nicht immer die Regel. Okay, das ist ja sicherlich auch einschlägig in Erfahrung, klar. Gut, habt ihr noch eine Idee, noch irgendwas zum Stuttgart-Spiel, was ihr noch gerne, dann werft es einfach rein. Nee, was soll man dazu sagen? Das ist alles gesagt. War ein wie immer überragendes und auch in der Höhe verdientes 0:0. Ja. Dann lasst uns doch mal über andere Dinge unterhalten. Und zwar, es hat ja auch doch einiges an, ach ja, es hat eine ganze Menge zu erzählen gegeben und vieles, über das wir jetzt auch diskutieren sollten. Und ich denke, die Transferzeit, das ist natürlich so, und das liegt gerade mal zurück. Und da ist ja in der letzten Woche, eine lange Zeit war es ja ruhig im FC, da ist ja fast gar nichts gekommen. Wir haben schon den Florida Cup gewonnen, da können wir vielleicht auch noch mal kurz drüber reden. So, dann hast du nichts gehört. Auf einmal war der Name Carlos Eduardo und alle haben gewartet, was ist jetzt, klappt das vielleicht und hin und her. Am Ende ist Simon Zoller gegangen. Das war also dann auch eine sehr große Überraschung. Du machst immer F5 auf dem PC und dann geht nicht Eduardo, aber Zoller geht. Irgendwas passiert schon. Zwischendurch gab es noch einen Osina, der kommen sollte. Auch das werden wir alles noch besprechen. Lass uns mal bei Simon Zoller anfangen. Ist das das Flug? Ja, also das, was man so vernimmt, ist das eine Flucht. Ich kann es nicht 100% beurteilen, aber auch der Verein war nicht mit ihm wirklich zufrieden. Schmatke und Stöger waren mit ihm nicht zufrieden. Das lag einerseits an den Leistungen, wo man ihm noch einen Vorschuss gegeben hätte, ja? Weil jeder Spieler, wenn er auch in der zweiten Liga funktioniert, in die Bundesliga kommt, das muss nicht nahtlos gehen, speziell als Stürmer einer Mannschaft wie beim FC, die auch defensiv orientiert ist. Aber dazu kam halt eben eine Haltung. Ja? Er hat viel versprochen, das wurde auch immer wieder kundgetan und das selten eingehalten. Und als er dann kam und sagte, ey, wir wollen weg, dann haben sie gesagt, dann ist gut, dann geht er fort. Ja? Aber sie hatten natürlich da schon im Hinterkopf, dass es eben eine Verpflichtung geben soll. Ja, Eduardo, ja. Die ist dann ja passiert. Aber man hat ihn. Also Flucht von ihm, aber auf der anderen Seite, man hat ihn dann auch erstmal, guck dich nochmal in Lautern um. Ich sag ganz provokativ, dass es überhaupt ein Tempo herausschmeißt. Also ja, so kann man es meinen. Wenn man die Situation im 1. FC Köln sieht, dann weiß jeder, dass vorne Rutscher so ein bisschen die One-Man-Show ist, spätestens nach der Verletzung oder nach dem Krankenbild von Helmes. Man hat nicht so wirklich Erfahrung in der Hinterhand, man weiß nicht genau, was passiert, wenn Rutscher mal verletzt ist. Und dann Zoller als, nennen wir es mal Königstransfer, der war ja nun mal. Der war ja, vom Preis her. Den man dann
wegschickt, obwohl man eine Hiobsbotschaft auf dem Transfermarkt nach der anderen bekommt, wo der FC nichts für hat, das ist überhaupt kein Vorwurf. Den dann wegzuschicken, das ist dann, man macht das wahrscheinlich aus mannschaftshygienischen Gründen, sagt man hier schon. Also ich glaube, dass da nicht alles so Gold war, was glänzt, würde ich das einfach mal reininterpretieren, weil ansonsten sagt man, wir haben eben auch Drimmitsch in Leverkusen, sagt man, nein, wir können jetzt einer kommen und wir könnten nicht abgeben, wir brauchen zwei, drei Stürmer, die wir blind reinschmeißen können und vielleicht war man sportlich nicht ganz so überzeugt nach dem halben Jahr und was drumherum passiert ist, kann ich nicht beurteilen, aber normalerweise lässt man in so einer Situation einen Spieler nicht gehen, es sei denn, man möchte sich auch als Verein von ihm trennen. Und deswegen glaube ich, das ist ein temporärer Rausschmiss und dann gucken, was dann ab Sommer passiert. Kann sowas denn überhaupt noch wieder gut werden? Also ich meine, letztendlich ist der Königstransfer, er hat seinen Vertrag in Köln. Im letzten Fall, er kommt wieder, ist er nicht verbrannt? Oder kommt das jetzt auf seine Haltung, seine Leistung? Das kommt auf seine Leistung, wie du sagst, auf seine Haltung an. Da hat man im Fußball schon viel erlebt, wo man gesagt hat, das geht nicht mehr und dann funktioniert es am Ende doch vielleicht über sehr gut. Das müssen wir mal abwarten. Ich glaube, so ist es für beide Seiten in Ordnung. Ach, was denn soll er nächstes Jahr? Erste Saisonspiel, zwei Tore machen, egal, gegen wen, dann tragen sie durch die Stadt. Da kann er vorher hier temporär rausschmissen, da haben wir wieder Schau. Ist halt so, ja. Das ist immer Leistung, Erfolg. Man partizipiert als Einzelner, man partizipiert als Mannschaft. Das ist ein Mannschaftssport. Und deswegen, ich glaube einfach, dass er das auch in Köln unterschätzt hat. Ich meine, da kannst du in Lautern treffen, wie die Willens in Köln ist. Das ist nicht so einfach als Stadt. Es ist eine geile Stadt zum Leben, es ist ein tolles Umfeld, es ist ein tolles Stadion, eine geile Stimmung. Aber man hat auch eine gewisse Erwartungshaltung. Und wenn man dann auch noch unglücklicherweise der teuerste Transfer in der Sommerpause ist, dann wird man auch ganz gerne und zu Recht daran gemessen. Und wenn man die Erwartungen nicht erfüllt, dann kann man auch mal zu Recht wieder ausgeliehen werden. Im Winter ist natürlich absolut legitim, zumal er dann auch wahrscheinlich von der Payroll runter ist, was für den FC ja auch nicht ganz so unwichtig ist. Also die These mit dem temporären Rausschmiss unterstützt ja auch die Tatsache, dass nach dem geplatzten Rosina-Transfer wegen der leider schlimmen Geschichte mit der Gesundheit dann anschließend nicht gesagt wurde, jetzt bleibst du hier. Also die Möglichkeit hätte ja bestanden. Weil die Option mit dem Leiversen wahrscheinlich dann ja auch schon gestanden. Ja. Okay. Aber bei Leiversen, da weiß man natürlich, da weiß ja keiner. Also ich habe auch versucht, mit Experten zu sprechen und so weiter. Ich habe ein Video gefunden. Ja, das haben wir auch gefunden. Ja, aber das ist trotzdem. Er macht ein Tor nach dem anderen, ich schätze 25 in 5 Minuten. Ich habe auch ein paar Videos. Wenn du heute einen guten, als Spielerberater einen guten Videoschnitt mal hast, der schreibt dir einen Kreisklassenspieler, macht dir ja videotechnisch, macht dir ja ein bisschen Mucke noch dahinter und tralala noch, dass er ein paar Jubelszenen, dann kostet du direkt eine Million mehr. Ich will ihn jetzt nicht klein reden, aber so Videos, jeder, der mal länger als 5 Jahre gekickt hat, kriegst du tot zusammengeschnitten, das ist nicht ganz so schwierig. Bin gespannt. Bis jetzt muss man sagen, Schmadtke und Team, Scouting, mit den Mitteln, wie gesagt, man muss immer gucken, 3 Millionen ist der Königstransfer vom FC. Ja, da hat Freiburg teurer verpflichtet, da haben viele, fast alle Bundesligisten deutlich teurer verpflichtet. Und die hatten schon ein paar große Karten, um das mal so auszudrücken. Und man macht mit den Mitteln jetzt in der Tabelle da zu stehen, wo man steht. Ob es ein Scheißspiel war oder nicht, dann wird dahingestellt, das ist trotzdem. Muss man einfach den Hut vorziehen. Also ich bin überrascht, wenn der FC ein Stück weiter unten arbeitet, auch punktemäßig, und bin einfach überrascht, dass das im Moment so läuft mit dem Personal. Und im Moment steigen auch die Werte. Wimmer ist ein Kandidat, der Maro spielt heute wieder ein tolles Spiel. Also Horn macht ein klasse Spiel. Wir reden natürlich fast ausschließlich über defensive Spieler, aber das ist das Faustpfand des FC. Und ich hoffe, dass das auch noch ein bisschen so bleibt. Sonst noch was zu der Thematik sagen? Sind wir bei Leiversen? Mhm. Auch, aber auch bei den generellen Verpflichtungen. Also der FC ist generell. Ja, bei Carlos Eduardo haben sie einfach das Sprech gehabt, da waren sie nah dran. Das war, verhielt sich ähnlich wie Schürrle und Chelsea Wolfsburg. Chelsea hat Wolfsburg unglaublich hochgetrieben im Preis. Ja? Und so ist das bei Kazan eben genau. Das ist ein sehr reicher Verein. Die mussten ihn nicht abgeben, abgesehen davon, dass er jetzt ein Muskelfaser ist. Den hätte sich Köln nicht geholt. Nee, natürlich. Sie waren nicht darauf zwingend angewiesen, ihn abzugeben. Aber von außen betrachtet ist die Eduardo-Geschichte doch trotzdem so geil, wie es gewesen wäre. Aber wenn ich noch vor 4 Jahren Rubin Kazan bin und ich kaufe einen Spieler für 20 Millionen,
pack den mit 4 Millionen Nettogehalt. Ja, da habe ich ein Volumen von 36 Millionen in 4 Jahren verballert. Und dann kommt der Herr Schmatt und gesagt, hey Leute, wir haben mal 3 Millionen auf dem Konto, die werden wir auch bereit rauszupfeffern. Und Eduardo, du hast ja jetzt genug verdient, das ist schon eine Wahnsinnsgeschichte. Ne? Also wir reden ja da, das ist ja eine Rieseninflation, die da stattfindet. Ich kenne keinen Spieler, und der ist ja keine 34. Ja, so Olic oder sowas, wenn der dann in dem Alter für kleine Maus wechselt, okay, aber ein 6-27-Jähriger, der einen Marktwert von 20 auf 3 Millionen runtergeht, habe ich noch nie erlebt. Das ist echt ein Wahnsinn. Also ich war, das war mein erster Gedanke. Ja, ja gut, der ist ja nicht gekommen. Also offensichtlich war es zu wenig. Ne? Aber das ist schon eine Wahnsinnsinflation. Da war irgendwie, war das eine schöne Geschichte. Aber das, wenn man so im Fußball drin hängt, ist das auch sehr, sehr weit weg gewesen. Weil die Summen liegen extrem weit auseinander. Auch wenn das geklappt hätte, hätte man dem Schmattke eigentlich schon mehr jetzt durch die Stadt tragen müssen, weil dann wäre der Einzige, der auf die Idee gekommen wäre. Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass es so ein Hamburger hätte Eduardo auch gut brauchen können. Oder gibt es auch wahrscheinlich viele andere Vereine. Wir reden jetzt nur von nationalen Vereinen. Die hätten wahrscheinlich sogar noch bezahlt. Und die Kölner kommen auf die Idee, also da muss man auch mal sagen, und sind sich ja offensichtlich mit dem Spieler einig gewesen. Also eine Posse war es ja noch nicht. Manchmal schreiben wir auch in Zeitungen in der Winterpause ganz gerne, wenn nicht so viel passiert. Typisch Schmack. Aber typisch. Das muss man sagen, mutiger Schachzug und da nicht geklappt. Wenn es denn gut geht und der 10er Liga bleibt, ein Mann für den Sommer, oder ist das jetzt vorbei, weil jetzt kennen ihn alle? Ja, jetzt ist bekannt, dass er da zu haben wäre. Ja? Damit wird er leider dann etwas teurer. Das ist das Markt. Du hörst erstmal weg. Wenn jetzt andere natürlich die Idee gerne aufgreifen. Kann man auch sagen, hört man ja auch ganz gerne, die Kölner haben sich so um mich bemüht, da wollte ich dann auch zum FC. Das kann man ja aufrechterhalten. Also ich glaube schon, dass die Kölner da jetzt nicht abbeißen, dass wenn man schon mal mit Spieler und Berater und der Bayer in Köln am Brett gesessen hat, dann besteht ja auch eine persönliche Bindung zu dem Jungen. Und wenn er sich einmal für den FC bekannt hat, der weiß, dass er hier keine 4, 5, 6 Millionen verdienen kann, dann ist es auch möglich, dass er sagt, komm, ich mag die Stadt, das Umfeld und weiß nicht, was er da bewegt. Also ich würde das trotzdem nicht kaputt machen. Also besteht sicherlich schon eine Möglichkeit, aber durch die Pressegeschichte ist natürlich auch, wir reden jetzt auch wie gesagt nur von Deutschland, da gibt es ja auch in Italien, wo einige ein bisschen Geld haben, ja. Dann sowieso. Also dagegen muss man sich auch wehren. Aber ich würde die Hoffnung stürzen. Es hat ja natürlich dann die Situation, das wurde eben schon mal kurz angesprochen, mit dem Philipp Rosina gegeben, der ja eigentlich als der Stürmer Nummer 1 galt, den man jetzt halt holen wollte. Das hat er dann aus den Gründen, die wir jetzt mittlerweile alle kennen, nicht geklappt. Erst hat man sich ja wieder so lustig gemacht über den FC, so nach dem Motto, haha, dann hast du den verletzten Spieler fast verpflichtet und so, aber jetzt stellt sich heraus, dass das halt eine schwere Krankheit ist, der Junge, der Mann, der hat. Haben auch so oft noch nicht gehabt im Fußball. Naja, fast vom Glück sagen, aber wenn sie es untersuchen hat, dass man das gefunden hat. Ja, also es war überraschend. In dem Sinne tragisch, muss man fast sagen, für den Spieler. Und sowas zerschlägt sich dann. Das ist dann einfach nicht allzu viel, was einem nur einfällt. Kann man einfach nur gut überzeugen. Du hast absolut recht, dass das da eben den Zungenschlag einzubringen, dass der FC zu blöd ist, den Spieler zu verpflichten, das wird über definitiv nicht angeboten. Ja, das sehe ich auch ganz anders. Ich habe auch, wenn man jetzt keine Poste, man hat sich um Spieler bemüht, die wohl bezahlbar waren, auch Stöger unter anderem Kamp. Ja. Und sich auch gute Zeiten mit dem Trainer hatten, da geht man gerne wieder zurück, wenn man die Rundendeckung bekommt. Und der FC hat ja, komme ich auch mal erkundigt zu, ich war letzte Woche in Leverkusen unterwegs mit dem Peter Hüballer, der war ja auch in Salzburg. Hat über den auch richtig gut gesprochen, also sagt er, das muss gut für FC passen. Ist nicht zustande gekommen, aber da kann er nur weiß, was auch keiner was für. Das hätten sich, glaube ich, alle Beteiligten komplett anders gemacht. Ja, natürlich. Und dann kam aber letztendlich die Spielzeit an, was wir alle an der FCTV zu ihm gesagt, also Divers und Davers, wie auch immer. Was ist das jetzt? Ist das der Backup, der Joker, der in den letzten 10 Minuten reinkommt, um mal den, ja, ich sag mal, was Rubeck zu machen? Ja, es ist, ich glaube, es ist auch schwierig für den Spieler. Die deutsche Bundesliga, also spätestens jetzt sind wir auch noch Weltmeister in Deutschland, die deutsche Bundesliga polarisiert natürlich. Ne? Wenn man mal so die Bilder, die ich mir auch im Video angeguckt habe von dem Spieler, da sieht man im Hintergrund kaum Zuschauer, ne? Da ist so Wald- und Wiesenfußball. Ja, und dann kommst du hier in die riesen Arenen, verdienst natürlich auch deutlich mehr Geld. Also schon eine lukrative Geschichte. Ich glaube, der Junge kann nicht verlieren. Ne? Der wird
für den FC ist es, glaube ich, schwierig. Er weiß auch, dass er hat das auch verfolgt, dass ein, zwei andere Spieler im Fokus standen und er so die letzte Lösung ist. Aber das ist ja auch manchmal scheißegal, wenn du bei irgendeinem Provinzverein in Anführungsstrichen spielst und dich dann einfach verbessern kannst und das als Chance siehst. Und wenn man heute gesehen hat, dass Finne reinkommt und andere, die man gar nicht so auf dem Zettel hatte, dann denke ich schon, dass das auch mit dem Scouting, was dieses Jahr ordentlich klappt beim FC, dass wir da einen rausgekramt haben, der musste ja jetzt nicht sinnvoll Spieler sein und das macht die Integration des Spielers ich glaube, wieder, ich, dass wieder ein einfach. Absoluter Backup ist vielleicht noch nicht mal zu Anfang für Auswechslung. Ich meine, die Videos zeigen, das war ja Belenenses 2. Belenenses Lissabon ist der dritte Club in Lissabon, die wissen Fußball zu spielen. Aber viele der Szenen, die da gezeigt wurden, das war zweite Liga, also zweite Mannschaft. Ja. Aber man sieht, der weiß, wo das Tor steht, denn der steht da irgendwo immer. Jetzt zumindest da Blas rechts, kann man zusammenschneiden, die schlechten Szenen sind noch nicht. Ja. Ja. Und ein guter Kopfballspieler, da ist eine Anlage. Da er noch ein bisschen Brasilianer ist und noch ein paar Dribblings hatte und Läufe. Insofern, vielleicht gibt es eine Überraschung. Ich glaube aber, dass der FC selbst da jetzt gar nicht die ganz große Erwartung hat. Vielleicht hat Stöber ja auch deutlich gesagt. Ja, vielleicht ihn eben auch heranführen will. Ist jetzt auch schon 23 und ein ganz junger. Aber kann passen. Ist es jetzt, um mal wieder auf den, ich sag mal, diese Carlos Eduardo-Sachen zurückzukommen? Ich weiß nicht, wie das beim aktuellen Kader kommt, das da eigentlich gut an? Wird von Halfa so ein bisschen da was Misstrauensvotum nehmen? Oder? Nein, wir reden von Provinzen. Also die Jungs wissen schon, dass sie sich in einer gewissen Konkurrenz stellen müssen. Und selbst wenn dann Halfa mal ein bisschen beleidigt ist, dann gibt es immer noch 23 andere Kader, die sagen, so ein Spieler mit der Qualität, der hilft uns weiter und da gibt es keine Animosität. Also man trifft natürlich mal immer ein, zwei, die auf der gleichen Position spielen, aber das sind Profis, die kennen das, die wollen sich durchsetzen, die wollen sich auch reiben. Konkurrenzkampf belebt nun mal das Geschäft, das wird auch immer so bleiben. Und deswegen ist das kein, für die Jungs ist das kein Problem. Okay, dann denke ich mal, das Thema Transfergeschichte sollten wir noch nicht ganz aktualisieren, weil wir haben eben auch noch im Interview Kevin Wimmer gehört. Und Kevin Wimmer, da gab es ja auch die wildesten Spekulationen und die wildesten Meldungen. Schalke war ja schon länger ein Thema, jetzt auf einmal Tottenham Hotspurs. Und da pfeifen jetzt die Spaß ziemlich laut von den Dächern und auch durch die Gruppe wird schon gebrüllt, dass er im Sommer weg ist für viel Geld. Wenn dann nur für viel Geld. Das Format bei einem Spitzenverein zu spielen, hat er meines Erachtens. Was hat er? Ja, das hat er. Okay, ist das auch so? Ich bin wirklich begeistert von ihm, macht das sehr solide, unaufgeregt, auch in den Interviews, dass man jetzt nach dem Spiel gesehen hat, macht einen total wachen Eindruck, eingenordet. Ich glaube auch, das ist immer so, ne? Jetzt wird dann ein Wechsel konfrontiert oder Tottenham und so. Wir müssen natürlich auch in Köln so ein bisschen mal davon wegkommen, dass wir sagen, wir sind der Nabel der Welt. Ich meine, der Junge kommt aus Österreich, der hat mit Köln relativ weniger Mut. Der ist hier auch berufsbedingt Fußball zu spielen und wenn jetzt Tottenham Hotspur kommt und sagt, und ich habe selber in England gespielt, leider nicht ganz so viel verdient, wie der heute zu verdienen ist, aber da läuft natürlich eine ganz andere Gehaltsschiene und der sagt, pass auf, wenn ich hier Europa League oder eventuell Champions League spielen kann, verdreifache mein Gehalt, dann muss man das einfach hinnehmen und das ist auch gutes Arbeiten, wenn man einen Spieler, ich glaube 200.000 hat er gekostet damals, ja, ist das richtig? Ja, 200.000. 200.000 und wenn du den für ein Vielfaches verkaufst, besser kannst du es doch gar nicht machen. Du musst halt nur sehen, dass du dann adäquaten Ersatz bekommst, was dann nicht zwingend einfacher wird. Wobei es, glaube ich, Positionen gibt, wo es den FC noch viel härter treffen könnte. Ich glaube, hinten hat er noch Buffway. Ja, aber guten linken Innenverteidiger, okay. Das ist die Kunst. Ja, rechter hast du 20. Das muss man sagen. Ja, ist nicht so das kannst du nur mit ordentlich Geld ausgleichen. Ja, das wäre natürlich dann wirklich, weil man hat ja mal auch mal eine Summe von hier von 10 Millionen. Ja, wenn England, wenn da die Clubs mitbieten, die größeren, da gehört Tottenham zu, wenn sie auch diese Saison erstmal nicht dazu. Wenn so gut sind, dann können solche Summen realisiert werden. Also zweistellige Millionen wäre ja dann beginnt der WC. Ich will jetzt ja würde das nicht machen. Es geht ja auch darum, was ein Spieler will. Die Erfahrung hat ja auch gezeigt, dass wenn du jetzt kommt Tottenham und sagt, pass mal auf, du kriegst ja x Millionen Gehalt und wir bieten dir das, das, das und das. London ist auch nicht die schlimmste Stadt zum Leben.
Also da stimmt es auch infrastrukturell, da gibt es einen Kindergarten, eine Schule und einen Supermarkt. Also insofern kommt man dann auch irgendwo klar. Und wenn der Spieler dann weggehen will, weil der FC nicht würde konjunktiv viel Geld dafür bekommen, dann ist es einfach so. Das geht anderen Vereinen so, überall werden Spieler weggekauft und die großen Reichen messen immer die kleinen auf. Das wird auch immer so bleiben und da wird sich dem wird sich der FC auch beugen müssen. Ja. Das ist dann halt einfach so. Gut, dann warten wir ab, was da passiert und ich denke mal, erstmal bis Sommer ist der Gewehr weiter definitiv und dann wird es wieder neu in den Würfelbecher geschmissen und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Ich denke, man sollte mal über die Winterpause oder besser gesagt über diesen Florida-Cup reden. Ich meine, du kennst das ja auch, hast oft genug Vorbereitungen mitgemacht und so. Ich sag mal, ist das so eine Richtung, so schadet nichts, nützt aber auch nichts. Also, oder nimmt man das Selbstvertrauen? Also, ich meine, es gibt ja schlechtere, schlimmere Schicksale als, sag ich mal, zwei brasilianische Spitzenmannschaften. Also, ich habe schon als kleines Beispiel, ich habe eine Vorbereitung gemacht, die ich meinen Fußballlehrer gemacht habe mit Leverkusen. Da waren wir in Belek im Trainingslager, 10 Tage, haben da diesen FS Cup gewonnen gegen Galatasaray und Tritra Trudala, auch richtig Preisgeld abgeräumt unter Labbadia damals. Eine überragende Vorbereitung gespielt und geht dann in die Liga und kriegt in der Rückrunde, wird glaube ich von 2 auf 12 durchgereicht. Also da ging gar nichts mehr. Das zum Thema Vorbereitung. Typische Leverkusener Rückrunde eigentlich. Genau, da muss man auch gucken, was machen die anderen Mannschaften, die bei dem Kampf spielen. FC hat eigentlich das schon recht ernst genommen. Sie wollten da selbst ein bisschen klappen, das ist auch gelungen. Ich weiß von Leverkusen, dass sie da auch die ein oder andere Jugendlichen haben spielen lassen bei diesem Cup und. Also das wird dann auch immer von Verein zu Verein anders gewertet. Schaden tut es nichts, jeder sieht mit der Mannschaft weiter. Man muss immer nur aufpassen, dass man nicht tatsächlich, das wird sich gerade in der Vorbereitung zu hoch gewinnt, weil eine Mannschaft dann so ein bisschen die Sensibilität für das verliert, was letztendlich dann den Liga-Alltag, was den Liga-Alltag ausmacht. Und so ist das, die haben das gewonnen, haben aber nicht da riesen Klatschen verteilt. Und also es ist ein Muster ohne Wert, für den Wimpel reicht es auch nicht, es ist schön da gewesen zu sein und wenn man Erster wird, es gibt schlimmere Dinge, aber ich glaube, das weiß man auch wirklich einzuschätzen. Das ist Florida Cup, der heißt doch Florida Cup und nicht Champions League, weil es eben ein Winterpausen-Cup ist und deswegen ist das nicht ganz so. Das kann auch jeder hier richtig einschätzen, also von daher muss man da auch nicht lange drüber reden. Aber man hat ein bisschen was, ich meine, der amerikanische Markt ist ja auch nicht ganz uninteressant, auch wenn da rein zuschauertechnisch ist. Also nicht wieder abgegangen ist, muss man sich halt auch präsentieren. Ja, ja, in Miami will Beckham ja seinen Verein gründen. Das war schon in Ordnung. Die Alternative ist immer, da gibt es jetzt nicht wirklich viel zu sagen, das ist kein hohen Wert. Ja. Aber es wäre nicht positiv gewesen, sich 2-0-3 Niederlagen. Genau. Absolut. Ja. Und das war, man muss sagen, die brasilianischen Mannschaften, da wird ja auch die Saison seit 6. Dezember. Das heißt, die bereiten sich auch vor, das geht auch erst los, die haben noch viel längere Vorbereitung. Alles relativ, aber Leverkusen ist auch ein kleiner Aspekt, hat er wenigstens eine Niederlage gehabt und dann tut es gut und wirkt jetzt halt die Woche noch mit. Gut, packen wir das ab und reden wir nochmal über andere Dinge, die jetzt auch in letzter Zeit hochgekommen sind. Und da reden wir, was eben noch gesagt, in diesem Stadion, jetzt 75.000 drin wären und dann läuft so ein Spiel. Ja, ob die dann alle ruhig bleiben, ist die Frage. Du hast aber auf jeden Fall einen Fußballtempel, das ist da mal ganz klar. Da kann man ja reden, mit wem man will in Deutschland. Also das Kölner Stadion ist schon stimmungstechnisch sicherlich in den Top 3, wenn nicht sogar ganz vorne. Zumindest ist heute, bis das Spiel dann endlich stattfindet, also davor die legendären 15 Minuten, die da mit den ganzen Kölner Liedern. Das ist ja, da beneidet uns ja ganz Deutschland. Das ist schon eine tolle Sache und wenn man das jetzt nochmal potenziert auf 75.000, ich finde es eine sehr, sehr mutige Idee, weil man hat im Moment auch so eine Generation FC-Fans, die leidgeprüft sind, die ein paar Abstiege mitgemacht haben, man ist froh, dass man in der ersten Liga spielt, aber 75.000 alle 14 Tage voll zu machen, ist auch sehr ambitioniert. Ich würde sogar meinen, da brauchst du dann auch ein bisschen mehr als Tabellenplatz 12, 13, 14. Also da muss man schon mal irgendwann gucken. Aber es mehr ist eine Vision. Tore in 10 Heimspielen. Und ich finde das fantastisch. Das ist das erste Mal eigentlich seit langer, langer Zeit, dass man wieder eine Vision angehen kann. Also es geht ums Stadion, es geht um den Ausbau des Trainingsgeländes, Erweiterung des Gleisbereichs.
Also das wurde bis jetzt, waren Visionen immer, wenn man den Spieler für 5 verpflichtet, das war schon eine Vision. Und jetzt macht man nach meinem Geschmack genau das Richtige. So schön, habt ihr das eben im Vorgespräch auch erzählt, so schön das Geistbockheim noch ist und der drumliegende Decksteiner Weiher und man da wunderschön rumlaufen kann und alles wunderbar grün ist, ist das mit anderen Vereinen in der Liga, wenn es Gladbach, Leverkusen nur mal die nähere Umgebung Dortmund sieht, ist der FC dann konkurrenzfähig, was das Ganze drumherum angeht. Da geht es um Reha-Zentren im Trainingsgelände, da geht es um ganz andere Dinge, die beim FC aus Platzgründen gar nicht realisierbar sind. Und jetzt nimmt das auch jemand in die Hand, war dann eine ganz klare Idee und ich finde das toll, dass man sagt, wir bauen uns infrastrukturell auch so weit aus, dass wir uns als attraktiven Arbeitgeber positionieren. Und das ist auch ein toller Schritt und darüber geht der sportliche Erfolg natürlich immer einher. Das ist auch ganz normal, absolut. Also diese Stadionpläne, das ist ja noch nicht gut, das hat der FC auch sofort dann mehr oder weniger auch ein bisschen, ich sag mal, klein geregelt. Aber ich denke, so im Hinterkopf, Hinterstübchen ist das schon Thema. Ich denke, es ist eine schöne Vision, ich habe spontan gesagt, das ist der Wunsch der Kollegen vom Express, ist aber ja auch legitim und alle sind dann relativ fasziniert, 75.000. Ich würde sagen, man sollte dann wirklich auch mal international spielen. Ja? Und dann ist natürlich, das passt jetzt nicht so ganz zum Fußball und zur Emotion natürlich die Frage, ist jetzt ja schon unheimlich schwierig, da hinzukommen, wenn ich nicht die KVB nehme. Wo sollen die Leute hin? Ja? Ich hatte mal eine gute U-Bahn gebaut. Ne? Und das wunderschöne Stadion, das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja? Ich sage mal, ein schönes, kleines, feines Westfalenstadion. Das ist perfekt, dieses Stadion. Wie will man es denn? Das wird natürlich dann verändert. Und das verliert natürlich dann in gewisser Weise an Charme. Machst du dann Oberrang? Ja, ist ja schon gut. Es ist richtig, sich damit der Zukunft zu beschäftigen, ist absolut in Ordnung. Mal schauen, wann es kommt. Zu der Zukunft gehört ja auch, dass der erste FC Köln ein offizieller Karnevalsverein werden will und demnächst eine Sitzung von 75.000 Zuschauern haben. Also Köller Alarv im Stadion. Ja, ich sag mal. Ja, aber auch so Dinge, da geht es ja auch um Merchandising, um Nutzungsrechte, das Kölner oder irgendwie sowas. Na, das ist ja wirklich auch ein Wirtschaft. Kölner Karneval ist ja, ich meine, wir stehen jetzt kurz vor, weil wir fast noch. Ja. Und dass das eine Multimillionen-Geschichte mittlerweile ist, wo früher mal montags hier ein paar Wagen durch die Straßen getrieben wurden, ist das ja heute vom 11.11. bis Aschermittwoch wirklich unfassbar, was hier an Events stattfindet und wer hier alles dann in Köln aufsteigt. Und dass da vorher komischerweise keiner auf die Idee gekommen ist, da wird der Toni Schumacher wahrscheinlich mit zusammenhängen als halber Karnevalist. Ja, Ritterbach. Ne? Ritterbach, ja klar, Ritterbach ist ja sowieso. Ne? Nein, aber das ist nicht dumm. Also ich habe selber damals in einem Unternehmen gearbeitet, diese Schals, diese Mutterschals, haben wir erfunden. Und die haben, wir haben, da habe ich selber Ritterbach gestanden, habe die verkauft. Da haben wir mal vorher mal 2000 verkauft. Und am Ende, das ist mittlerweile cool. Wir verkaufen mittlerweile gute fünfstellige Zahl von. Und wenn der FC da ein bisschen was mit generieren kann und man nimmt sich natürlich auch die Schmähgesänge des Gegners. Ne? Ihr seid nur ein Karnevalsverein, ist ein gern gesungenes Lied, was die gegnerischen Fans singen und dann sind wir halt ein Karnevalsverein, dann auch offiziell. Besser kannst du gar nicht laufen, wenn so eine Stadt. Also nehmen wir das auch erstmal mit einem Schmunzel zur Kenntnis, aber auch mit einem durchaus einfach mal ersten Hintergrund. Nee, ich bringe das auf den Nenner Köln, FC, Karneval, so alles zusammen ist ideal. Ja. Ja. Ich hatte noch die Deutsche Post als neuer Sponsor, das ist ja auch so eine Sache, die kam jetzt gerade noch rein. Also, das kannst du jetzt auch noch mal, was er gerade als Vision bezeichnet hat, in dem Fall sind die Vision einen neuen starken Partner anzuziehen, das ist ja auch ein sachsen-weißes Unternehmen. Also, das ist für deutsche Verhältnisse, auch eine internationale Reputation ist das was sozusagen groß ist. Also, ja. Ich finde viel besser Sport. Ja, das ist schon ein absolut enorm. Dann nehmen wir das auch noch positiv zur Kenntnis. Der Sport soll uns jetzt wieder interessieren. Und wir haben eben schon ein bisschen Paderborn angesprochen. Nach dem Motto, eigentlich müsste das ja jetzt. Ne? Oder eigentlich. Und lass uns eigentlich weg, das muss jetzt. Dann sag mal wie. Ich wünschte attraktiv, aber dann bleibe ich dabei. Ich kann dir jetzt nicht das regieren, was ich jetzt die letzte Dreiviertelstunde erzählt habe. Letztendlich bleibt es im Ergebnis. Es geht auch um ein Tor mehr zu schießen als der Gegner. Wenn es da mal ein rauschendes Fest wird, umso schöner.
Ich bin aber allerdings gespannt, wie die Mannschaft damit umgeht. Ich glaube, das könnte so das erste Spiel überhaupt in der Saison sein, wo der FC mal, nennen wir es mal, Druck hat, von der Erwartungshaltung. Die werden als Favorit ins Spiel gehen, die werden sicherlich kein Konterfußball spielen können. Die Zuschauer werden vielleicht ein Tick unruhiger werden, als wenn es gegen einen der etwas größeren oder traditionsreicheren Vereine geht. Und da bin ich gespannt, wie der FC mit der Situation umgeht, zumal man auch eine englische Woche hat. Ich weiß jetzt auch selber als Trainer, man hat jetzt morgen eine Generation, am Freitag noch ein Abschlusstraining und dann geht es ja schon wieder auf den grünen Rasen. Man hat also nicht so viel Zeit, jetzt da irgendwas groß einzustudieren, umzumodeln. Und da bin ich ja wirklich gespannt. Ich rechne mit, ich sag mal, 3-0. Ja, oh. Von das ist nicht mal der Stärke des FC geschuldet, aber der FC kann ja mit selbst, Sie sehen jetzt mit 4 Punkten aus der Winterpause gestartet, hätte jeder unterschrieben, wenn es einer vorher gesagt hätte. Man hat ein gewisses Selbstbewusstsein, man hat den Glauben an eine gute Defensive, dann kann man auch nach vorne vielleicht einen Tick mehr riskieren gegen so einen Gegner, der auch dann im letzten Drittel, also im Offensivdrittel, nicht so viel Qualität hat, dass er einen da permanent vor Fragezeichen stellt. Wie spielen wir 0-0 auch, ne? Ja, war das 0-0 auch. Naja, ja, da war man alle so auf Abtastphase. Jetzt hat die Kölner einfach das Momentum für sich und Paderborn kriegt ja nur noch Lack. Und warum sollen sie mal FC Köln bekommen? Und dann sind die Kölner auch gerüstet für ein tolles Derby. Weiterer Ausflug dann gegen Gladbach am Karneval Samstag. Also viel mehr geht ja auch nicht. Nee. Wenn man da mit einem breiten Kreuz hinfährt, die Gladbacher auch ganz ordentlich bestartet, dann hat man da sicherlich ein tolles Karneval Samstag spielen, wo der Rheinländer wahrscheinlich auch drauf hinfährt. Ja, vor allem, ja, das kann tatsächlich gewonnen werden. Oder, ja. Ganz speziell. Die andere, also, dann denke ich gerade nicht. Paderborn. Ja, ja, genau. Lass uns doch mal über Paderborn reden. Also, er ist ja optimistisch. Den Traumtorwart hat im Prinzip alles dazu zu gesagt. Stimmt alles. 0-8 Tore in 2 Spielen hat Paderborn gekriegt. Die kommen natürlich jetzt auch mit einem extremen Druck. Ja. Und werden wahrscheinlich mauern. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Stöger vielleicht ein bisschen Offensive aufstellen, besser das so. Aber Tatsache ist, wenn sie jetzt da 0-0 machen, wollen sie nicht über die Niederlage reden, dann sind Leute natürlich auch wieder enttäuscht. Auf der anderen Seite ist ein Punkt. Also ich glaube, dass sie dann wirklich enttäuscht werden. Also ich glaube, dann ist ein anderes Kalender jetzt. 1-1 auch, ne? Da kommt ein kleines Rummeln. Ich glaube, dass da jeder auch ins Stadion geht. Ich meine, du hast auch viele Freunde hier in Köln, wir sind ja bei alle Kölner. Ja. Und du unterhältst dich auch mit deinen Kumpels und da hat jeder, komm, mit HSV, 5 Sieg gegen Paderborn, 7 Punkte, da super, perfekt. Aber man hat eine Erwartungshaltung. Das ist so mit das erste Mal eigentlich, dass ich so die Kölner so nach vorne brechen und da kommen, die müssen wir einfach mal wegfielen. Jetzt hat der auch mal die Leute auch verdient, die jetzt ja, mal 2 Grad da, 2 Stunden im kalten Stadion sitzen und jetzt mal bei aller Bescheidenheit. Ja, ein sehr durchwachsenes Spiel heute gesehen haben und dann macht es ja schon ein bisschen mehr los, wenn man wenigstens so alle 25 bis 30 Minuten mal aufspringen darf, kurz FC-Sieg singen, weil man Tor geschossen hat, der Gegner legt den Ball wieder auf den Punkt und dann geht es weiter, dann geht auch wieder ein bisschen gut durch den Körper. Also jetzt fangen wir uns selbst, ich kann mich erinnern, was gab es? Dieter, du kommst doch aus dem Stadion. Hast du Lust, uns 2 Minuten deine Erkenntnisse mitzuteilen? Ja, einfach mal zu uns. Zu mir. Du musst ja wissen, bis der FC. Aber bist du eng, ne? Ich muss ja leider sagen, bisher hat der FC zu Hause nur gegen den Tabellenletzten. Ja, nur gegen den Tabellenletzten. Das ist aber Borussia Dortmund gewesen. Und naja, gut, die Dortmunder haben ja heute auch wieder Lack bekommen. Dieter, wir sitzen hier vom Fernseher, blöderweise. Wir hatten keine andere Gelegenheit heute, wir haben uns darüber ausgetauscht. Du warst im Stadion. Wir haben noch nicht richtig genau hören können, wie die Stimmung im Stadion war. Ich habe tüchtig Adrenalin abgebaut, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Mit Klatsch oder mit Pfeife? Geht ja in verschiedene Wege. Mit Ärger. Mit Ärger, ja. In der ersten Halbzeit habe ich mich sowas von geärgert. Das war ganz schlimm. Wir haben ja nicht eine Torchance gehabt. Nicht eine Torchance. Das ist richtig. So, und in der zweiten Halbzeit hatten wir dann wenigstens 2 Torchancen. Der Bart findet, der wenigstens richtig viel Saft und ein bisschen Druck reingebracht hat, die der aber nur kläglich dann vergeben hat. Und kaum wie das Adrenalin rübergespritzt ist,
Also. Aber erinnert sich an das Hamburg-Spiel ganz gut, dass ich noch recht, war fast die gleiche Chance wie der Finne heute. War fast die gleiche Chance war für den HSV. Also das ist, man braucht auch manchmal das Quäntchen. Ja, das ist wir waren am Ende waren auch mit dem 0:0 zufrieden. Hast du ja auch Abstand und, Wie war denn nach dem Abschluss? Haben die Leute gepfiffen? Nee, aber haben wesentlich weniger Applaus gekriegt. Die Spieler einfach ganz so. Sag mal schon. Wir standen da vorne, wie immer, sitzen ja B1 und standen vorne an der Barrikade und haben gesagt, eigentlich haben sie so viel Applaus ja gar nicht verdient und haben sie auch nicht gekriegt. Es war also wesentlich weniger Applaus, war wesentlich verhaltener, aber keine Pfiffe. Okay. Also, Herr Stöger verträgt sie ja nicht, wie ich ja schon in der Presse erzählt habe. Ja. Das wissen wir ja. Inzwischen. War es denn so, dass, dass du das unterschreibst, was der Gas gesagt hat, dass jetzt so die Mannschaft in Paderborn jetzt so ein bisschen gepflicht ist? Diese Spieler auch, glaube ich, jetzt mal erfolgreich. Ja, nee. Entschuldigung, das war eigentlich heute schon nicht, aber Stuttgart hat natürlich immer noch einen Namen. Ja, und, eine Auslandsmannschaft, ja. Ja, ja, und da denkt man, ja, okay. Und die haben auch gut gespielt, muss man auch zugeben. Sonst hätten wir ja schon gewesen. Wir hatten ja keine Chance. Ja. Aber gegen Paderborn, die jetzt auf einmal so abkacken auch, da muss jetzt was her, ne? Da muss jetzt wirklich was her. Ich habe heute das Spiel auch gesagt. Aber jetzt muss was kommen. Es muss endlich mal was kommen. Okay, also da im Prinzip stützt das deine These. Also ja. Die Erwartungshaltung jetzt. Die Erwartungshaltung ist da jetzt. Ist jetzt da, wenn man so, jetzt alles okay, wir haben alles mitgemacht und waren auch ruhig geblieben. Aber jetzt muss auch mal wieder was passieren. Ich kann auch nicht nur nach Statistik gehen und sagen, wir sind die tollste Auswärtsmannschaft und zu Hause sind wir eben nicht so gut. Nee, jetzt muss einfach auch zu Hause mal. Und dafür muss man natürlich auch ein bisschen offensiver spielen. Das wird nicht einfach, das ist schon klar. Da haben wir eben schon auch darüber gesprochen, dass du noch nicht da war, sein konntest, dass genau das den FC halt sehr schwer fällt. Und das hat man nochmal erklärt, du hast es dann, wir haben es trotzdem aufgezeichnet. Auch wenn die Herren vom Sender sich kurzfristig vom Acker gemacht haben, haben wir trotzdem noch ein bisschen was zu gucken. Ja, machen wir noch eine Tipprunde, weil ich denke, ansonsten haben wir soweit alles besprochen. Du hast dich mit 3-0 ja mit festgelegt. Ja. Ich dachte schon, wir haben jetzt nicht gut gemacht. Ja. Erste ist nach der Standard. Vorhin schon mal irgendwie, auch nicht so oft dieses Jahr, aber ich glaube, du brauchst dann auch eine gute Standard und so. Und wenn sie dann wirklich so defensiv spielen, um die ein bisschen zu knacken. Und dann lass den Film mal eins machen und den Buja. Buja 2 oder was? Ne? Ja, weil, den Standard kannst du ja aussuchen. Vogt oder wer Wimmer oder Maro. Nach irgendeiner Ecke, Freistoß wird dann das 1-0 fallen. Ach, sie will auch fern oder was? CTV hat Maro einen Seitfalls hier angeboten. Den würde ich gerne von Ihnen jetzt muss aber wie, du hast nur gesagt wer, jetzt muss ich auch nur sagen wie. Also, ja, ja, klar. Jetzt wird es ja richtig bringen. Okay, 3-0 reichen wir erstmal ein Standard jetzt dabei und ja. Und viele sind irgendwo bei den Torschuss. Genau, richtig. Jetzt ist der Gregor dran. 2-1, Tore Stoppelkamp, 0-1, Halfa und Kopfball Standard. Ich dachte jetzt Kopfball Halfa, das wäre natürlich gesetzt. Wenn ihr richtig liegt, dann werde ich mit dem Gaffel, also egal wer das wirklich voll trifft, dann werde ich mit dem Gaffel ausmachen, dass ihr ein fast Köln spricht. Nee, dann brauche ich ein Abo für. Der Paderborn ein Tor schießt, das wäre ja schon eine Katastrophe. Dann wirst du ja schon wieder Adrenalin fahren. Das ist ja schon fast ein Unding, das geht ja nicht. Dann erzähl doch mal, wie dein Tipp ist. 2-0. Gerhard, ich finde, heute mache ich auch noch mal immer mit. Ich sage 1-0 FC, also Kantersieg. Ne? Und das war Maro. Maro, nicht Hector? Jo. Ja, und sagen wir mal, war mal, wie es so wird. Und ja, wir sind heute fertig. Ich habe mich bei allem zu bedanken, schön, dass du das jetzt noch kurzfristig mitgemacht hast, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Aber wir kennen uns ja, wollten noch ein bisschen Fanmeinung hier mit dabei haben. Ja, und euch habe ich natürlich zu danken, dass ihr gekommen seid. Etwas ungewöhnlichen Termin, den wir mal heute hatten, auch die Zeit nach während des Spiels. Normalerweise sind wir ja alle im Stadion, deswegen ist es ja heute auch nicht ganz so voll wie sonst. Aber wir haben trotzdem viel Spaß gehabt, viele Erkenntnisse gewonnen. Und ja, wir werden versuchen, nächste Woche dann vor dem Spiel gegen Gladbach, werden wir uns hier wiedersehen. Also wieder oben im Gaffel am Dom, im sogenannten Raum-Domblick. Reden wir dann über das Derby gegen Borussia Mönchengladbach und natürlich auch über den 1-0-Sieg gegen Paderborn. Ja, vielen Dank.